Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Ihr habt es jetzt gerade fast nicht gesehen, aber wir spielen heute als Bastion. Für den habe ich nämlich einen neuen coolen Skin freigespielt. Und ja, da habe ich einfach mal Bock drauf, den auszutesten. Genau, unser Team sieht schon mal gar nicht mal so übel aus. Ich hoffe, ich kacke nicht ganz als Bastion ab, weil ich muss zugeben, ich habe noch nicht so oft als der Roboter gespielt. Bastion ist so das Geile dran, er kann sich reparieren. Das ist das Symbol unten rechts. Also links von der Waffe. Und das linke Symbol, da kann er sich in ein Gatling-Geschütz verwandeln, das ziemlich viel Schaden macht. Damit kann man zum Beispiel locker Schilde wie den von Reinhardt oder von Winston zum Beispiel einfach mal durchballern. Also ist ziemlich mächtig das Teil, also ist quasi der Anti-Tank-Charakter. Ihr seht es ja hier gerade. Habe ich jetzt einfach mal eiskalt Winstons Schild durchgeschossen. Leider bin ich in der Zeit, wo ich jetzt die Gatling bin, ein bisschen immobil. Oh, scheiße. Ah, hallo. Ah, geholt. Ah, das war eine Mercy, ne? Oh. Hab ich gemerkt. Noch ein bisschen reparieren. Oh, der Soldier. Oh mein Gott. Oh, Gott. Hab ich. Optimal. Ne, es läuft ja gar nicht mal so schlecht als Bastion, würde ich mal meinen. Was ist das für uns alles in den Tracer? Oh, okay, haben wir. Ey, mach den Affen weg! Er darf den Robo nicht brutzeln. Oh, mein Schild. Danke. Mit 400 Leben ist schon mal ganz passabel, sag ich mal. Ganz passabel. Ja, 323 jetzt nur noch. Oh, 348, das geht auch noch. Treffe ich von hier was? Mehr schlechter als rechter. Oh, den Reaper habe ich ganz gut. Oh, mein Ulti ist voll. Ah, wegen kann ich nicht die Schiffe schaden. Scheiße, die Tracer, die ich am damagen sollen. Egal, mein Ulti, also Bastions Ulti, da verwandelt er sich in einen Panzer und der macht recht. Ja, recht viel Schaden. Deftig viel Schaden. Und er ist mobil, nicht wie die Gatling, die festgebaut ist. Also, ich würde mal sagen, wenn man eine Anna hat und. Oh, bei uns sind gerade 4 Stücke. Na, mal schauen, was ich mit dem Panzer reisen kann. Einer. Treff ihn halt nicht, von der Kacke. Au, au. Na, aber ich habe uns wirklich noch ein bisschen Zeit verschafft. So, der hat mich auch eingekillt, das ist schon mal gut. Ja. Ich muss zugeben, es stimmt, Zarya ist einer der wichtigsten Charaktere, mit in meinem Team haben muss, neben den Heiler. Also als Tank ist sie schon extrem wichtig. Das heißt nicht, dass sie an den Tanks scheiße sind. Ich bin immer noch großer Verfechter von Reinhardt. Oder Roadhog. Das werden wir in Zukunft noch sehen. Da habe ich vorher noch was aufgenommen, aber da kommen wir noch dazu. Roadhog ist geil. Ja, und dann... Na, wo ist sie denn? Verdammt. Ah, echt, au. Habe ich es zu spät gemerkt. Alles schon tot. Unser Symmeter hält eisern die Stellung, aber es nützt leider nichts. Und ich glaube, der Punkt ist verloren, oder? Nein, noch nicht. Ist immer noch umkämpft. Immer noch umkämpft. Jawohl, da haben wir den schon mal, den Reaper. Den Reaper. Au. Ja, Bastion ist leider in seiner... Wie soll ich sagen, humanoiden Form, also als Roboter einfach, das ist jetzt nicht der große Damage-Spieler. Die Gatling dagegen ist ein Wahnsinnsteil. Ihr habt's ja gesehen, da kannst du, da brezelst du Tanks mit weg. Gefährlich können eigentlich nur solche Charaktere werden, wie Trace oder so, wenn die eine Bombe auf euch platzieren, dann ist Feierabend. Oder allgemein schnellere Charaktere. Also wenn ihr da jetzt nicht gerade irgendwie auf, sagen wir mal, höchste Empfindlichkeitsstufe spielen. Oh, was war denn da? Eine Diva? War eine Diva. Eine Diva tot. Ist sie tot? Der Reaper ist echt nervig. Der geht eigentlich nicht auf den Sack. Ah ja, wie gesagt, ja. Jetzt habt ihr es ja mal live gesehen. Das ist echt scheiße, so eine Tracer. Oh. Das wollte ich jetzt gerade nicht weg. Naja, Eifer des Gefechts. Solltet ihr die Recap ab und zu mal sehen wollen, das tut mir dann leid. Das ist einfach so dieses... Ah, X, spawn mich, Druckerei, kennt das. Naja. So. 85%, meine Ulti ist gleich wieder voll. Und...
Ja, ja. Hier, ich Gatling-Geschütz neben Torbjörns Autofeuergeschütz. Hoffen wir mal, dass das als Abwehr noch reicht. Alter, die Tracer und der Soldier, Alter, gehen die mir auf die Nüsse. Furchtbar. Ich mach's jetzt einfach mal. Hallo? Hallo? Ist der weg, danke. Wo ist die Tracer? Ah, ich muss mich reparieren, Haben wir sie? Ja, sie geholt. Einmal. Haben wir gewonnen. Sieg. Das ging aber schnell. Wenn eine extrem kurze Folge nicht. Wisst ihr was? Wir werden die Folgerunde auch noch direkt mit aufnehmen. Das Highlight des Spiels hat ein Reaper geholt. Das ist ja cool. Lass mich raten. Ich glaube, ich weiß es. Der hat auf einmal nie... Ja. Ja. Und mir schon denken. Na gut, dann werde ich doch mal kurz für euch ein bisschen schneiden und wir sehen uns direkt in der Anschlussrunde wieder. Also bis gleich. Episch. Das kann sich doch sehen lassen. Und da sind wir auch schon wieder im Rückspiel. Natürlich nehmen wir auch gleich wieder Bastion, weil die Folge, da geht es halt mal um den Transformer-Verschnitt, wollte ich schon sagen, ne. Um den netten Roboter von nebenan. Ja, das klingt auch scheiße. Ah. Sagen wir einfach mal Bastion, fertig. Ja. Gut. Wie gesagt, ich hatte den Skin erst vor kurzem bekommen. Ich habe das sogar getwittert und auf Facebook geteilt und in meiner Community auf der PlayStation, genau. Ja, und danach habe ich 3 Probe-Matches mal gespielt. Die liefen ganz gut und dachte mir, ja, kann man doch ganz bestimmt, ja, vielleicht mal die ein oder andere Folge aufnehmen. Selbst wenn es nichts wird, aber es läuft gut. So. Dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, dieser Steamboat-Skin, der gefällt mir echt extrem gut, weil da sind ja auch dann der Gatling-Modus und der Panzer-Modus sehen anders aus. Also der ganze Skin ist ja anders gemacht. Nun gut. Na. Hat die Flora Schiss? Nein. Da holen wir uns halt eben den Roadhawk. Da ist die Flora. Ich möchte mehr Gatling erwischen. Au! Ne Mai, oh mein Gott. Na komm, flüchte, Eismensch, oh. Lucio, Attacok, Lucio. Ein Lucio, nice, ich weiß. Ich habe schon so viele Formen von seinem Namen gehört. Lucio. Soll doch mal jemand Lucio sagen, aber ne, Lucio passt, glaube ich. Und wir sagen sie im Spiel auch. So, dann rennen wir erst noch. Ach ja, ist auch mit einem Gatling-Modus. Panzer-Modus ist auch voll. Diese dreckige Elends-Eis-Bitch. Töte sie, Reinhard. Spalte ihr den Schädel. Ich hab schon ein bisschen Paranoia. Ich hab nämlich... Da ist sie. Lock sie vor, Reinhard. Lock sie vor. Scheiße. Au. Panzer-Modus aktivieren. Allerdings habe ich die Pharaoh noch mitgenommen, jawohl. Na gut. Schade. Weil wenigstens hat unsere Tracer die noch mitgenommen. Sieht nicht so schlecht aus. Könnte eine gute Runde werden. So. Na gut. Zumindest der erste Teil dieser Runde. Jetzt hat sie mich bemerkt. Aua. Oh, jetzt hat mich die Mais sogar gerettet. Jetzt kann ich mich schon reparieren. Jetzt will ich mal alles platzieren. Und
brauchen wir mal den Lucio. Den Lucio. Ich muss mich da erst dann gewöhnen. Ich bin irgendwie Lucio. Ich weiß gar nicht, warum ich den Lucio nicht. Töte diese blöde Eisbitch. Mit meinem starken kleinen Roboter-Ämpchen. Oh, au. Ja, Mai ist auch so ein Ding, wo ich mir noch frage. Mal ist es so ein bisschen übermächtig. Ich meine, wenn die jetzt eingefroren sind und die haut euch einen kritischen an den Kopf, dann ist das vorbei normalerweise. Oh, ich habe ganz schön viele Goldmedaillen. Noch. Schon wieder diese Pharah. Ja, mit dem Schütze ist ein bisschen schlecht, die zu stellen. Oh. Oh, hallo, Herr Froschmann. Grüß dich, Herr Froschmann. Oh, egal. Aua, auf und wo auf. Na, komm, Tracer. Jawohl. Jawohl, Tracer, du schaffst es. Nimm den Punkt ein. Gut, gut. Die erste Runde haben wir gleich. Und jetzt ist nur was brachial Schlimmes passiert. Jawohl. Da haben wir sie. Und mein Panzer wäre auch noch einsatzbereit gewesen zur Not. Na gut. Was die Dame sagt, das trifft auch zu. Runde 1 gehört uns. Hat der Genji da etwa nun diesen neuen Skin? Ich möchte eigentlich nur von den neuen Skins noch den Tracer Skin haben. Einen der beiden haben wir schon zufrieden. Ne, Genji hat den Chrome Skin. Habe ich, ja, genau, weil er so gelblich und mit so Metall vorne und ja. Hallo. Der Reinhard hat es auch ein bisschen eilig. Ja gut, ich mache das normalerweise auch, weil der Boost, den kann man wunderbar eben als Sprint auch einsetzen, dann bist du schneller da, wo es nötig ist. Ja, und dann werden wir gleich mal wieder das Gatling aufbauen und werden mal direkt hier reinhalten. Nachladen. Ah. Heute Haken nicht lang genug. Heute Haken nicht lang genug. Und erwischt. Heute Haken nicht lang genug. Oh, das ist ja bitte. So, dann verschanzen wir uns hier erst mal. Punkt. Mein Ulti ist auch schon fast wieder dreiviertels voll. Fast. Gut. Und was macht ihr heute noch so? Nee, sicher ist sicher, weil ich bin hier einigermaßen von Wänden geschützt, also ich bin nicht so leicht zu treffen. Außer die Pharah vielleicht, aber die ist gerade tot, wie ich gesehen habe. Boah, ansonsten dann verteidige ich halt mal die Basis hier, wenn ich den Gegner treffen würde. Mutti kommt ja jetzt davon rechts gelaufen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich ganz gut, solange der Roadhog hier ist, weil der hat immens viele Lebenspunkte, dann brauche ich. Ach so, ich bin jetzt schon fast erschrocken. Ich wollte schon sagen, scheiße. Nee, und unser Roadhog hat gerade hier den Cowboy McCree geholt. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Na, hallo, Schweinchen. Die Pharah, sieh dir, ich spreche sie noch an. Tatsächlich ist die, dass sie mir am meisten Schaden macht. Das ist unglaublich. Wo ist sie denn? Ah. Lucio. Lucio, kennst du schon den Panzermodus? Wie ist er denn? Der Froschkasper. Und oben. Oh, au. Au. Fuck. Oh. Nein. Nein. Stunde. Der hat sich doch gerade noch geheilt. Das kann doch gar nicht sein. Das dauert doch, bis man sich geheilt hat als Roadhog. Egal. Runde sieht gut aus. Ich glaube, die können wir nehmen. Jo. Akzeptiert. Ja, das war doch mal eine schöne Folge als Bastion, oder was meint ihr? Schauen wir uns noch das Highlight des Spiels an. Ah. Das war der gegnerische Roadhog. Oder war das unserer? Nein, das war sogar unser.
Ach, das war unser Lothar. Jawohl. Anderen Lothar-Runde geschossen. Sehr schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, war eine geile Folge und herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Overwatch. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.